Mein Name ist Horst Schlemmer. Ich werde Ihr nächster Bundeskanzler. Da weißt du Bescheid. Harpe Kerkeling macht ernst. Mit seiner peinlich schmuddeligen Kunstfigur Horst Schlemmer zieht er in den Wahlkampf. Zumindest im Kino. Schlechter als die anderen bin ich auch nicht. Ich bin ein Tiger. Der Film Ich kandidiere kommt gerade rechtzeitig in die Kinos. Im bislang müden echten Wahlkampf ein erfrischender Satirestreifen. Er zeigt den bizarren Wahlkampf von Horst Schlemmer, einst stellvertretender Chefredakteur des Grevenbrocher Tagblatts und jetzt Kanzlerkandidat der Horst-Schlemmer-Partei. Das Wahlprogramm ist einfach. Wir haben im Prinzip das Beste, was man so machen kann, das Beste aus dem Konservativismus, also was so, was man, wenn man die Werte bewahren will, hat, und liberal und links sind wir. Also es gibt gar nichts zu meckern, auch ein bisschen Ökologie, es ist alles mit drin. Damit begeistert Horst Schlemmer das Publikum, auch im echten Leben. Laut Umfragen wünschen sich 18% der Deutschen ihn als Bundeskanzler. Die Medien liegen ihm zu Füßen, 250 Journalisten drängen zur Pressekonferenz. Es wird ja im Moment auch so viel über die Schweinegrippe geredet und haben ja alle unheimlich Angst. Ja, sind wir gegen. Können Sie auch im Parteiprogramm nachlesen. Sind Sie dagegen? Nein, ich will da gar nicht mich in die Ecke drängen lassen. Ich weiß, das ist eine raffinierte Frage. Schweinegrippe mit uns nicht. Ganz klare Position. Da lassen wir uns auch gar nicht in irgendeine Ecke schieben, wo Sie sagen, ah, wissen Sie nicht. Nein, ganz klares Nein. Und die zweite Frage, Sie werden jetzt auch nein. Im Film bekommt Horst Schlemmer prominente Unterstützung. Mit dabei sind nicht nur Rapper Bushido, sondern auch echte Politiker wie Jürgen Rüttgers, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Die bitterböse Polit-Satire läuft nun im Kino.